Hallo und herzlich willkommen zu Teil 26 von Nine Souls. Ja, in der letzten Folge haben wir uns echt schwer getan gegen einen Zwischenboss. Ich schieb's einfach mal darauf. Oh, krass, wie er mich beobachtet. Das ist creepy. Ich schieb's einfach mal darauf, dass. Gehe ich jetzt links oder nach oben? Es da dunkel war. Oh, krass, wie echt alle Augen mir folgen. Dass es da einfach dunkel war, schätze ich mal, könnte tatsächlich... Nee, also es hatte auf jeden Fall einen großen Einfluss. Aber wir haben ihn besiegt, haben ein neues Pfeifen-Upgrade. Das heißt, wir können richtig loslegen. Yangu-Saal, okay. Wir haben uns jetzt entschieden, hier in der Fabrik weiterzumachen. Ich weiß nicht genau, ob ich hier... Naja, okay. Hier geht es wohl nicht weiter, schätze ich. Wir haben uns entschieden, in der Fabrik weiterzugehen. Ich denke mal, dass da es auch wahrscheinlich zum dritten Sol gehen wird. Zumindest so sieht's aus. Also hier sind überall Bilder von dem alten Kerl und der beobachtet uns hier wohl schon ganz schön. Boah, ich mag sowas, ist echt stressig, solche Bereiche. Ohne Gegner wäre das okay, aber mit... Oh krass, an manchen kam er oben hin. Ah, shit. Oh, das sind alles unterschiedliche. Warum nehme ich da nicht einfach so ein? Da kann ich drauf stehen. Nein, wie es mich trifft. Komm, hör auf. Hä? Das hat jetzt echt beim Weg rüber. Okay, jetzt habe ich aber einen richtig guten. Der macht mir nichts oder werde ich da zerquetschen? Nee. Oder schießen, ja. Kann natürlich nicht jedes Mal einen Pfeil verwenden, aber... Es dauert halt schon ziemlich lange, aber ich glaube, es ist besser, sich hier die Zeit zu lassen, weil ich jetzt versuche, da hochzuspringen. Ich glaube, ich muss dann immer von vorne wieder. Okay, jetzt kann ich hier nicht so weiter. Oh, das wird zerstört, das Teil. Toll. Das sah auch so brüchig aus, gell? Hart. Oder gehe ich jetzt erst nach rechts? Also ich glaube, eigentlich müsste es hier weitergehen, oder? Dann müssten wir doch tatsächlich zuerst mal nach rechts gehen. Ho! Das habe ich gesehen, dass es reicht. Das habe ich gesehen. Wahrscheinlich eher so, oder? Und dann rüberspringen, ganz gemütlich. Undankbare, ignoranter Balk. Du bist wirklich eine Plage. Oh, nice. Shortcut nach unten. Also geht's doch hier weiter? Keine Ahnung. Ich meine, ich habe schon 10-mal gesagt, dass ich bei sowas ziemlich schlecht bin. Ich habe schon 10-mal gesagt. Aber egal. Halten wir uns kurz und dann... Würde ich sagen, gehen wir dann doch nach links weiter, gehen wir nach oben weiter. Ich meine, hier sagt er irgendwas, also gibt es schon irgendwie einem das Gefühl, dass es doch hier weitergeht. Vor allem nach oben sieht für mich jetzt eigentlich doch realistischer aus. Gehen wir nach links zuerst. Immer erst den Weg gehen, wo man denkt, dass man dann nicht weiterkommt. Natürlich jetzt auch wieder blöd, weil wir da jetzt wieder zurück müssen. Falls wir überhaupt zurückkommen, denke ich gerade. Falls wir überhaupt zurückkommen. Ach doch, das geht. Ohne diese Stars, also diese Mehrfachtreffer, das ist, glaube ich, schon richtig geil. Also müssen wir, glaube ich, schon gucken, dass wir da rankommen. Da müssen wir, glaube ich, schon echt gucken. Okay, hier gibt es einen Weg zurück. Interessant. Gehen wir mal hier rein. Das sieht auch ein bisschen noch mehr danach aus, als würde hier ein Boss kommen, gell? Egal. Zimmer, jetzt machen wir. Machen wir hier einfach mal weiter. Äußeres Lagerhaus, Yangu. Okay, das ist trotzdem das äußere Lagerhaus. Ja, das ist so ein kleiner Raum dann. Kampf. Oh, oh.
Oh, das kommt runter. Krass, das habe ich gar nicht gesehen. Shit. Das heißt, ich muss schnell machen. Kommt schon Schuss. Das heißt, wir müssen uns hier beeilen. Wir können hier nicht ganz gechillt rum. Was muss ich hier machen? Schießen, oder? Geht. Boah, ich hab gar keinen Bock, gegen den langsam zu kämpfen. Scheiße. Oh. Scheiße. Da habe ich viel zu spät gecheckt. Das sieht, sah sogar so aus, der Bereich. Also ich habe irgendwie gedacht, okay, das sieht so aus, als würde es runterkommen. Aber ja, habe es so ein bisschen dezent ignoriert, würde ich sagen. Ich glaube, der Weg ist leichter wieder dahin, oder? Jetzt muss ich erst den Aufzug hier runterholen. Hopp, hopp, schnell. Auf nach oben. Nein. Oh, das war aber auch dumm. Ach, scheiße, das war auch noch dümmer. So, jetzt aber. Und rüber. Zack. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch ein passendes, wo wir dann rüberspringen können. Oder wir gehen einfach hier rauf, zum Beispiel. So, okay. Runde 2. Das heißt, ich darf mir einfach nicht so viel Zeit lassen. Dann sollte das doch eigentlich passen. Schön aufgeladen Schlag. Ich weiß ja, wo er kommt. Krass, das war schnell. So, da spare ich mir das. Ich behalte mir das für den letzten. Ich denke mal, dass es das letzte ist. Hoffe ich. Sehr gut. Nein, natürlich nicht. Okay. Boah, das hätte halt vorhin nie im Leben gereicht, gell? Okay. Letzter Border? Jawohl. Puh. Weiß auch gar nicht, ob ich das gekillt hätte, aber ich will jetzt lieber mal nett springen. Gut, dass es auch aufhört, ey. Ah, okay, es ist einfach eine Belohnung. Das heißt einfach, ich meine... Okay, lass uns mal gucken, ob das jetzt hier dazu zählt. 0 von 4 und durchatmen, Jade. Wenn du Feinde mit einem Hiebangriff triffst, wird ein Teil des inneren Schadens wieder in Gesundheit umgewandelt. Oh, das ist geil. Ermöglicht eine gewisse Regeneration im Kampf. Das ist wie bei Bloodborne. Bei Bloodborne gibt es ja auch so einen inneren Schaden. Und dann kannst du auch dich heilen im Kampf, wenn du jemanden angreifst. Das ist genau so, das ist cool. Und es zählt auf jeden Fall da rein in diese Zahl an, ja, keine Ahnung, Belohnung, die es hier in diesem Bereich gibt. Das schätze ich sehr, muss ich sagen. Also ich mag erkunden und so weiter, ich mag auch ein bisschen rätseln, aber wenn du weißt, okay, dir fehlt jetzt eine so ein, also keine Ahnung, eine so eine Belohnung irgendwo im Spiel, dann das zu suchen, kannst du vergessen. Und das so ungefähr, oh. Wenn die Angabe so ungefähr ist, finde ich das eigentlich ganz cool. Du weißt, okay, es gibt irgendwo noch ein... Oder es gibt in diesem Gebiet noch eine Belohnung. Ich kann nur das Gebiet durchsuchen, das ist nicht riesengroß. Das heißt, ich habe hier gute Chancen, die zu finden, wenn ich das sauber durchstreife. Ich gehe nochmal kurz runter zum Heilen. Ich weiß nicht, ob ich die... Wir haben jetzt so... Also ich finde, wir haben echt viele coole Jade. Und wir haben halt wirklich nur die drin, die uns gar nichts beim Kämpfen bringen. Das ist halt auch geil zum Kämpfen. Ach Mann, Hecht.
Ich brauche mehr von dieser Rechenleistung. Und dann muss ich irgendwann überlegen, ob ich die, ob ich das Gold und so weiter rausmache. Ich glaube, wir lassen es auf jeden Fall noch drin. Weil es halt einfach, wir können uns einfach so viel mehr leisten. Es lohnt sich halt auf lange Sicht. Und ich meine, solange wir klarkommen, solange wir jetzt nicht das brauchen, können wir mal so probieren. Ich frage mich, ob es irgendwann so schwer wird, dass wir es brauchen, oder ob wir... Krass, wie wir den einfach nicht töten können. Das ist so nervig. Oh, shit. Was geht denn hier ab? Hallo? Okay. Alter, okay. Da wird es Zeit für ein bisschen AOE. Komme ich hier denn weiter? Fragezeichen. Ich glaube nicht, oder? Das bringt hier wahrscheinlich gar nichts. Was mache ich denn gegen die? Ich glaube, wir können das wahrscheinlich irgendwann reflektieren, aber es war tatsächlich recht unnötig, hier reinzugehen. Ja, okay, es war nicht ganz unnötig, weil es natürlich ein bisschen Kohle gab. Hallo, Kerl. Oh, toll. ...2700, also jetzt sollten wir tatsächlich unser Zeug nicht verlieren. Vielleicht können wir damit was machen? Das wäre doch cool, oder? Schade. Ich habe mir gerade überlegt, ob man die vielleicht einfach irgendwie eine Weile deaktivieren kann oder so. Okay. Und jetzt? Das macht eigentlich macht gar nichts, oder? Das halt, war nur ein Aufzug und toll. Vielleicht können wir die auch irgendwie... Hä? Komme ich da gar nicht weiter? Das kann nicht sein, oder? Nee, das kann nicht sein. Also mindestens mit dem Doppeldash, den haben wir ja im Notfall dann auch immer. VR-Gerät, ein solarianisches Artefakt, das an Xuanxuan verschenkt werden kann. Ah, geil, das ist einfach eine VR-Brille. Das drakonische Anima ist ein am Kopf getragenes Virtual Reality-Gerät aus dem Shang-Königreich. Es simuliert alle fünf Sinne, oha, indem es Signale direkt an das Gehirn sendet. Das, Leute, wenn es das bei uns gibt, wenn du wirklich denkst, du bist in dieser Welt und da wirklich rumlaufen kannst, stellt euch mal vor, wie geil das ist. Also ich finde, ich weiß nicht, ob ihr schon mal VR-Brillen verwendet habt. Wie komme ich denn da rüber? Also ich muss, okay. Aber es ist schon, ich finde es schon richtig immersiv. Aber einfach, ich weiß nicht, mir wird es auch so schnell übel, wenn ich mich jetzt wirklich da bewege. So, ich werde so schnell motion sick dann. Und wenn das tatsächlich mal so krass wird, dass... Was mache ich jetzt? Hä? Hallo? Ah, okay, das hat mir nur irgendwas gezeigt. Muss ich da nach unten weiter? Sehe ich das richtig? Hä? Oder hat es einfach irgendwas geöffnet da unten? Ich check's nicht. Es hat hier unten irgendwas geöffnet, gell? Ich gehe mal nochmal zurück. Stellt euch vor, ihr lauft dann wirklich in der Welt und so weiter. Das wäre halt richtig, richtig krass. Hä, was bringt mir das denn? Was habe ich da denn gerade gemacht? Ich bin da total... Es war total aufwendig, da durchzukommen. Kann ich mit dem Ding irgendwas machen? Soll ich nochmal gucken? Das nochmal durchschicken? Aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich glaube, ich würde nichts anderes mehr machen, den ganzen Tag, außer in dieser Welt. Stell euch mal vor, so ein richtig geiles Open-World-Rollenspiel und da lauft ihr dann tatsächlich rum. Kämpft mit dem Schwert, kämpft gegen irgendwelche Viecher. Ich frage mich, ob es sowas irgendwann mal geben wird. Krass, das killt mich nicht direkt. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Hä, was hat denn das gemacht? Das hat hier aufgemacht, aber... Wo sind wir? Wir sind irgendwo da dazwischen. Ich komme hier nicht rein und mit dem... Hä?
Ah doch, das hat das Ding runtergeworfen, oder? Aber was bringt mir das? Das hat hier aufgemacht und dann ist das runtergefallen. Jetzt check ich das. Nur was bringt mir das? Ich war ja jetzt da. Vielleicht brauche ich noch irgendeine Fähigkeit, um das aufzumachen. Ich gehe mal weiter und versuche es nicht zu vergessen. Was ist das? Ah. Ah. Dem kann man bestimmt irgendwas machen. Jawoll. Haha, okay. Sind es Gedärme da im Innern? Das ist schon richtig krank, was die für einen Scheiß machen, gell? Aber jetzt verstehe ich. Da ist nämlich bestimmt dann irgendeine Belohnung drin, die wir jetzt kaputt hauen können. Macht mir das irgendwas? Okay, das macht mir tatsächlich was. Da oben, ist das oben eine Lebensanzeige? Fortgeschrittene Komponente, ja okay. Also es gibt mir einfach ein bisschen Asche. Komm, vielleicht kann ich die kaputt machen. Nee, oder zumindest komme ich nicht dran. Ah! Ich kann die reflektieren. Das heißt, wir kriegen das bestimmt auch irgendwann. Komm, schieß auf mich. Schieß, schieß, schieß. Tschüss. Da kommen noch mehr von denen jetzt bestimmt raus, oder? Die sind da irgendwie gespawnt. Na klar. Interessant, wir machen eigentlich nicht mal wirklich mehr Schaden als mit unserem, als mit Yi. Also Yi ist genauso krass wie das Ding. Ich weiß gar nicht, ob wir eigentlich auch einfach wieder deine schmutzigen Hände überall an meinen Apparaturen. Ich weiß gar nicht, also hier können wir wahrscheinlich jetzt auch mit, ja okay, jetzt müssen wir wieder mit Yi durchlaufen. Das heißt, bis hierhin hat es funktioniert. Ziemlich, ziemlich cool. Okay, wir hätten eigentlich auch nochmal runtergehen können zum Heilen, gell? Aber brauchen wir, glaube ich, nicht. Was haben wir denn? Immer noch 3 von 4. Bestandsaufzeichnung des grenzenlosen Lagers. Inventarstatus gut. Systemupdate. Affenmenschen Charge 267, Alter. Ist in der Transmutationsfabrik eingetroffen. Aufzeichnung des Hexacreme-Tresors, verschlüsselt und nicht einsehbar. Dieses vollautomatische Logistiknetz wurde auf der Grundlage des Patents eines der Vorfahren von Yan Lao entwickelt. Die schwebenden Kisten werden gestapelt, um die Raumeffizienz zu maximieren. Das System transportiert die benötigten Materialien automatisch zu den einzelnen Bereichen und füllt sie regelmäßig auf, während es gleichzeitig Abfälle sammelt und recycelt. Ja, das ist sehr fortschrittlich und ziemlich brutal auf jeden Fall auch. In einem Container verstecken. Ah, jetzt können wir da wieder rüber wahrscheinlich, ne? Ziemlich fortschrittlich und ziemlich abgefuckt. Klingt nicht so, als wäre das mit den Genfer Konventionen zu vereinbaren. So, dann auf geht's. Wie er sich da gemütlich reinsetzt. Wie geht es dir, mein Bruder? Heute hat das letzte Geschäft in der Stadt seine Türen geschlossen. Das Leben ist sehr viel unbequemer geworden. Aber keine Sorge, ich habe alles im Griff. Ich habe das große Einmachglas im Garten geschrubbt und einen Haufen Gemüse eingelegt. Die Gläser waren in meiner Erinnerung riesig, so groß, dass wir beide hineinpassten. Jetzt sehen sie im Vergleich dazu so klein aus. Ich bin so gespannt, was mit der noch passiert oder was mit der noch ist, mit der Schwester. Yi? Du bist hier drin, oder? Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Oh, das ist keine liebe Stimme, das ist eine böse Stimme, oder? Das ist eine Liebe. Ah, das ist so ein Glas. Okay, doch, das ist die Schwester. Cool. Die sind riesig, die Gläser. Igitt, hier drin riecht es nach eingelegtem Gemüse. Sei leise, sonst findet Mama und Papa uns. Ist ja gut, Mama sucht dich drüben im anderen Innenhof.
Was liest du gerade? Ich möchte es auch lesen. Geh weg, das ist ein Buch über Talismane. Da steht nichts Lustiges drin. Hey, du liest die schon wieder. Mama wird richtig wütend, wenn sie dich findet. Papa sagt, dass die Wissenschaft die Menschen gewalttätig macht. Wenn wir diese Bücher lesen, werden wir... Was glaubst du, warum ich mich sonst in diesem Einmachglas verstecke? Ach was, glaube nicht an diesen Unsinn. Das ignorante Landvolk kann die Welt nur durch seine Vorurteile verstehen. Die Wissenschaft ist einfach ein Werkzeug. Ob sie gut oder böse ist, hängt vom Benutzer ab und wie er sie einsetzt. Okay, okay, ich verstehe nichts von Wissenschaft. Aber ich weiß, dass du auf keinen Fall etwas falsch machen wirst. Ich habe Mama und Papa gesagt, dass du nur rebellisch bist, weil du beweisen willst, dass du würdig bist. Das stimmt gar nicht, Dummerchen. Ich muss nichts beweisen. Sobald ich Erfolg habe und mich auszeichne, werden sie sehen, wie falsch sie lagen. Können wir rausgehen, I? Papa will mit uns ans Meer fahren. Sie haben es nicht so gemeint. Ich bin sicher, sie wollten nur, dass du rauskommst, damit wir zusammen spielen können. Kein Interesse. Amüsier dich allein. Mensch, I. Nutz die Zeit auch, solange du es noch hast. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Na gut. Dann bleibe ich hier. Kannst du mir das vorlesen? Wie sprichst du das aus? Au, du zerquetschst mich. Ich glaube, dass da auf jeden Fall irgendwas noch passiert ist mit der... Ich verschließe die Gläser jetzt. Über den Winter werden sie gern und im nächsten Jahr zum Verzehr bereit sein. Ich verstehe das immer noch nicht. Das ist doch so eine... Also das ist doch mein Funkgerät. Da spreche ich, kann ich auch mit den anderen sprechen, mit meinem Adjutanten zum Beispiel. Also sprechen wir wirklich mit ihr oder... Oder ist das auch Erinnerung? Oder ist es die Wurzel, weil sie irgendwie in die Wurzel übergegangen ist? Fragen über Fragen. Ich verschließe die Gläser jetzt. Über den Winter werden sie gern und im nächsten Jahr zum Verzehr bereit sein. Ich weiß nicht, ob ich sie selbst probieren werde, aber die diesjährige Ernte war so üppig. Ich habe die besten davon eingelegt. Wenn du jemals zurückkommst, kannst du einen dampfenden Topf Reis kochen und wir werden ein Festmahl anrichten. Vielleicht ist sie das echt noch und die lebt echt noch auf dem Planeten, wo auch immer das ist. Pang Lei. Schnell raus. Alarm. Alarm. Okay, wo sind wir jetzt? Inneres Lager. Ja, okay, das ist ziemlich nah. Ein Zwischenboss. Jawohl, sehr schön. Jetzt müssen wir aber erstmal wahrscheinlich hier eine Wurzel finden. Ich bin mir am überlegen, ob wir dann... Oh krass, der hat ein Schild, der Kerl. Kann ich da rein? Ja, okay, ich kann rein. Oh, krass, das macht gar nichts, ne? Cool. Kann ich das mit einem Steigenschlag kaputt machen? Oder wie mache ich das kaputt? Okay, ja. Aber krass, nicht mal ein Talisman hat was gebracht. Habe ich das richtig gesehen? Das wird spannend, oh. Ah, das sind solche Schildgeneratoren. Guckt mal. Wenn wir die zerstören, sind auch die Schilde weg. Tja, blöd für euch, ne? Ziemlich doof für euch. Komm, schieß nochmal. Schieß nochmal. Okay, uns geht schon das Leben echt aus. Krass, dass hier nicht direkt eine Wurzel war. Hätte ich jetzt eigentlich erwartet, erhofft. Okay, das kann man bestimmt irgendwann nach oben, nach unten fahren. In eine Richtung zumindest. Ah, okay. Okay, erstmal zur Wurzel, würde ich sagen. Erstmal zur Wurzel. So, was mache ich denn? Behalte ich mein Geld? Gebe ich das für irgendwas aus? Ich könnte noch einen Pfeilschuss kaufen, glaube ich. Das wäre fast... Ah, ich weiß nicht. Das Problem ist, wenn wir einen Händler treffen. Nee, komm, ich kaufe nichts. Ich gehe zurück. Ist immer die Frage, gebe ich es aus? Dann verliere ich es nicht, wenn ich sterbe. Behalte ich es? Dann kann ich mir halt vielleicht coolen Scheiß kaufen, wenn jetzt der nächste Händler kommt. 3000. Das wäre halt schon so ein Pfeil-Upgrade. Ich gehe wieder zurück. Irgendwo wird er ja wieder kommen, der Chiu.
Und dann ist es gut, wenn ich gleich ein bisschen Bares am Mann habe und direkt was holen kann. Naja, okay. Ich würde sagen, wir spielen in der nächsten Folge weiter. Gucken mal, wie weit es hier noch geht. Ich denke mal, es geht gar nicht mehr so weit bis zur nächsten Saw. Vielleicht sehen wir die schon in der nächsten Folge, vielleicht auch erst in der übernächsten. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.